Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkraft. So, ich glaube, die Dinger brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, willkommen zum technischen Video oder einem neuen technischen Video und da kurz mal angerissen, was ich so in den letzten Wochen immer gelesen habe. Wenn wir technische Videos machen, also der Alex sucht ja viele Daten zusammen, ich habe dann auch noch ein paar Daten, das schmeißen wir alles zusammen und dann der Dustin schneidet das oder der Leon schneidet das oder ich schneide das. Also wir sind so ein Team, wir machen das ja mal alles zusammen. So. Und ich weiß, bei den vorherigen Videos, technischen Videos, hieß es immer, boah, du hast das nicht erwähnt und das nicht erwähnt und das nicht erwähnt. Okay, jetzt sind wir soweit, dass wir sehr viel technische Details nennen. Also wir filtern trotzdem immer noch, aber trotzdem sind das immer noch sehr viel Informationen. Und jetzt wurde sich auch schon beschwert, also nicht beschwert, aber halt positive Kritik nehme ich das ja immer auf, zu viel technische Details. Das ist einfach noch zu viel Information. Also wir sind dabei und suchen uns den gesunden Mittelweg, sage ich jetzt mal, um euch so zu erreichen, dass ihr sagt, ja, super interessant, wenn ich noch mehr wissen will, dann gehe ich noch tiefer rein, Internetbücher, keine Ahnung. Oder für den geneigten Zuhörer, der sagt, ja, das reicht mir so, jetzt weiß ich Bescheid. Dann ist das auch in Ordnung so. Also ist ein bisschen schwierig, genau eure Wünsche zu treffen. Ja, das nur noch vorweg. Also das ist ein dynamischer Prozess. Wir sind da in Gange. Was haben wir heute für euch? Ihr habt es ja schon gesehen am Thumbnail und jetzt auch dem kurzen Intro. Wir gehen an die ME109 ran. Also BF ME109. Werde ich sehr viel gleich zu erzählen und ich werde da auch sehr viel versuchen zu zeigen an Fotos und auch technische Details, weil es gibt da nicht nur eine ME109, sondern es gibt da so viele Modelle und wir versuchen die so ein bisschen zu beleuchten, aber auch nicht jede Schraube zu erklären. So. Und ich finde das ein komplexes Thema und ich bin auch kein, ich habe keine Flügel, also ich bin kein Luftwaffenmensch. Also ich interessiere mich natürlich für die Luftwaffe und Jagdfliege und kenne mich da auch ein bisschen aus, aber wirklich nur ganz oberflächlich. Und andere Leute wissen das vielleicht noch viel besser. Aber ich möchte das einfach mal machen, einfach mal die Luftwaffe beleuchten, wie ich auch die Marine nochmal beleuchten möchte und dann auch wieder das Heer. Und so wollen wir alles mal ein bisschen ansprechen. Deswegen würde ich sagen, bevor ich mich hier schon wieder, ich sag mal, in 1000 Worten verliere, ich habe immer zu viel zu erzählen, glaube ich, würde ich sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein. So Leute, dann legen wir mal los. Also die Geschichte, und da müssen wir am Anfang natürlich anfangen, die Geschichte des heute bekanntesten und meistgebautesten Jagdflugzeuges oder deutschen Flugzeuges begann schon im Jahr 1934. Das ist ja nun schon mal weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar die Forderung gegründete sich aus dem Reichsluftfahrtministerium nach einem neuen Verfolgungsjäger. Und das RLM, also Reichsluftfahrtministerium, war 33 gegründet, 34 die Forderung, das passt schon mal. So, was war der Grund dieses Verfolgungsjägers? Also in der noch jungen Luftwaffe, wir müssen ja nochmal zurückdenken, Versailler Vertrag und es durfte nicht geflogen werden und deswegen hatten wir die Segelfliegerei und den ganzen Kram. Deswegen sagt man ja immer junge Luftwaffe und die hatten ja nur die Heinkel He-51 und die Arado AR-68. Diese sollten ersetzt werden durch diesen Verfolgungsjäger. So, die technischen Forderungen hierzu sind leider nicht mehr erhalten, aber nach Aussagen aller Beteiligten war ein einsitziger Tiefdecker gefordert und das Fahrwerk musste einziehbar gewesen sein oder zum Einziehen und das Cockpit sollte geschlossen sein. Das waren erstmal die Vorgaben. Ja, dieses Flugzeug sollte mit einem 650 PS starken Triebwerk ausgerüstet werden und eine Höchstgeschwindigkeit von 450 km/h sollte erreicht werden. Bei der Bewaffnung muss man mal schauen, ob das tatsächlich ein Teil der Forderung war, also dass man zwei MGs einbaut, oder ob das wirklich die Standardbewaffnung war und die wurde einfach übernommen. Das kann man auch nicht mehr genau sagen. Ja, es wurden mehrere Entwürfe vorgelegt und am Ende des Tages kriegte Willy Messerschmidt, also aus Bamberg, kriegte den Zuschlag mit den bayerischen Flugzeugwerken, dieses Flugzeug zu bauen. Und jetzt kommt natürlich schon gleich die Erklärung. Viele haben ja gefragt, warum heißt es denn BFME 109? Also BF steht für Bayerische Flugzeugwerke. Ja, verwunderlich ist hier auch, dass der Generalluftzeugmeister, also Erhard Milch, sich mit Willy Messerschmidt und Theo Kroneis, also das war der Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Flugzeugwerke, dass die sich überhaupt geeinigt haben, war schon verwunderlich, weil der M20-Vorfall oder die M20-Affäre einen, ja, sag ich, sehr großen Schatten auf diese Beziehung geworfen hat. Müsst ihr mal googeln, die M20-Affäre, sehr interessant zu lesen. So, jetzt muss man aber auch wissen, dass Messerschmidt nicht alleine einen Entwurf für das neue Jagdflugzeug vorgelegt hat, sondern
Die Firma Heinkel, die Firma Arado und die Firma Focke-Wulf waren natürlich auch beteiligt und konnten ihre Entwürfe damals vorlegen. Und die bayerischen Flugzeugwerke, also Messerschmitt, haben dann auch ihre Entwürfe vorgelegt. Das ging aber auch nur, weil der Kornais, der war sowieso schon früh SA-Mitglied und hatte gute Verbindungen zur NS-Führung, also auch zu Hitler. Und somit war für die bayerischen Flugzeugwerke die Tür geöffnet, die Entwürfe abzugeben. So, also alle Firmen konstruierten ihre Prototypen und Ende 35, Anfang 36 mussten sie diese Prototypen zum Vergleichsfliegen vorstellen. Dort wurden dann die Maschinen geflogen, also die Arado AR-80, dann die Focke-Wulf 159 und die Heinkel 112. Das waren schon mal die drei Firmen, die dort flogen. Und von Messerschmitt kam dann quasi die BF 109. Und mit der Bezeichnung 109 V1 und V2 waren dann diese Maschinen dort vorgeführt worden. Auch noch eine Anekdote. Der Erstflug der BF 109 V1 fand am 28. Mai 35 in Augsburg statt. Und da hatten die noch nicht den BMW-Motor zur Verfügung. Und deswegen wurde mit einem britischen Rolls-Royce-Motor als Antrieb geflogen. Ja, wie das so ist bei diesen Auswahlverfahren, flogen dann irgendwann zwei Firmen raus. Das war also Arado und Focke-Wulf, also lieben Heinkel und Messerschmitt im Duell. Und ich sag mal, flogen sich da um Kopf und Kragen. Gut, und wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Am Ende setzte sich der Entwurf von Willy Messerschmitt durch. Und das war die Geburtsstunde der Mi-109. So, und mit dieser Urversion wurde natürlich dann weiterentwickelt und mehr Ideen eingebracht. Und am Ende des Tages hatte man nachher 9 Hauptvarianten von der BF-109 und dann noch 100 Unterversionen, also verschiedene Ausrüstungen, Umrüstungen für bestimmte Kriegsschauplätze und so weiter und so fort. Das werden wir natürlich nicht alles komplett hier erläutern, aber wir werden die einzelnen Haupttypen ansprechen. Gut. Machen wir weiter. Wir nehmen die MEBF 109 Alpha oder Anton, wie ihr es auch immer mögt. Also der dritte Prototyp V3 stellte das erste eigentlich Musterflugzeug dar. Hier wurde auch erstmals die Motorkanone erprobt. Also Motorkanone, die, wie soll man es erklären? Das MG schoss quasi durch die hohle Motornarbe hindurch. Also wir haben links und rechts ein MG und dann das dritte MG schoss quasi durch die Propellerspitze durch. Also diese Motorkanone führte aber zu wirklich vielen Problemen. Und dann hatte die 109A als erstes Serienmuster dann nur die beiden MG-17 im Rumpf. Ja, von der A-Serie, also wir einigen uns jetzt mal auf Anton, entstanden laut Unterlagen nur ca. 20 Exemplare, wobei teilweise die V3 als erste Version A gezählt wurde. Ja, und damit waren die von einem Jumo 210B Motor angetriebenen Maschinen nahezu identisch mit den 109 Bruno, also B für Bruno. Und die Masse der Flugzeuge ging nach Spanien als Versuchsjagdgruppe, also Legion Condor Spanien. Das war ja die Jagdgruppe 88 der Legion Condor. Ja, kommen wir schon zur MEBFE 109B wie Bruno. Also die Bruno-Version oder B-Version war die erste, nur serienmäßig mit den drei MG-17 bewaffnete und erhielt auch als erste die Version mit einem verstellbaren Zweiblattpropeller. Die B war auch das erste Modell, welches an die regulären Luftwaffengeschwader ging. Von den 341 gebauten Maschinen gingen auch 31 noch nach Spanien. So, nun muss man wissen, hier gab es natürlich auch die Probleme mit der Motorkanone und das führte zum Ausbau der meisten Waffen. So, jetzt geht natürlich die Bewaffnung runter. Jetzt gucken wir uns mal die Bewaffnung der feindlichen Jäger an, also die britischen und französischen Typen der Hurricane und Spitfire. Die hatten 8 7,7 mm MGs und die MS-406 und die D-520 mit je einer 20 mm Kanone bzw. 2 bis 4 MG. Und das war schon ordentlich und dagegen sah die Messerschmitt natürlich ein bisschen schwach aus. Und das war auch der Stein des Anstoßes. Dieser führte zu dieser Entwicklung des sogenannten Waffenflügels. Und dieser konnte entweder das 7,9 mm MG-17 oder zwei 20 mm MG-FF aufnehmen. Und diese Fertigung der Bruno-Variante fand erstmals im Zweigwerk in Regensburg statt und auch bei der Firma Erler und Fieseler in Lizenz. Ja, kommen wir zu MEBF 109 Cäsar, also C wie Cäsar.
Also die C-Variante stellte eine weitere Kleinserie dar und hier wurden, also Kleinserie nur, weil es nur 58 gebaute Exemplare gab. Hier gab es auch immer noch Probleme mit den Waffen und deswegen wurde auch nur eine Kleinserie gebaut. Wie ich schon sagte, Motorkanone, Waffenflügel und so weiter. Und deswegen gab es da auch nicht so viele Modelle von. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, vom Äußeren oder vom Erscheinungsbild, der Auspuffstutzen wurde um 150 mm verlängert, damit das Ansaugen von Abgasen oder dass keine Abgase mehr in den Motor gesaugt wurden. Das war so eine optische Veränderung. So, kommen wir zu MEBF 109D wie Dora. Ja, und mit der D-Baureihe entstand die zahlenmäßig stärkste Version mit dem Junkers Jumo-Triebwerk. So, hier haben wir 589 Exemplare. Also das war die größte 109er Serie und somit auch das Rückgrat der Jagdverbände. Hier gab es auch wieder Änderungen an dem Motor, aber ganz wichtig hier zu sagen ist auf jeden Fall, dass die D-Version die erste Variante war, die auch exportiert wurde. Also die Schweiz kaufte 1938 fünf von diesen Jagdfliegern. Ja, und scheinbar hatte die Schweiz doch mehr Bedarf, als man dachte. Insgesamt wurden nochmal 80 Exemplare der Emil-Version von der 109 in die Schweiz verkauft. Ja, kommen wir zur MEBF 109E wie Emil. Im Januar 1939 erschien mit der E-Baureihe die für den Beginn des Zweiten Weltkrieges typische 109er-Version, also das, was wir kennen. Hier wurde auch ein neuer Motor wieder verbaut, also der DB601. Und das machte das Flugzeug nicht nur 100 km/h schneller, also 300 PS mehr und 100 km/h schneller, sondern es war auch eine neue Gestaltung der Bugsektion gemacht worden. Hier wurden auch die Waffenflügel wieder verändert und dadurch konnten hier die 20 mm Kanonen eingebaut werden. Auch zu erwähnen ist bei der Emil-Version, dass dieses Flugzeug als erstes Flugzeug auch als Jagdbomber genutzt werden konnte. Ja, alles hat seinen Preis. Für diese ganzen Veränderungen wurde das Flugzeug natürlich schwerer, also 450 Kilogramm schwerer. Damit wissen wir ja alle, wenn das Flugzeug schwerer, verbraucht es mehr Benzin, also ist die Reichweite runtergegangen. Vorher waren es 800 Kilometer, jetzt nur noch 650 Kilometer. So, und alle von euch, die den Film Die Luftschlacht um England gesehen haben, da kann man das ja genau sehen und hören, dass dieses Problem der Reichweite hier ein Riesenproblem war, denn die Jäger konnten nicht so lange mit den Bombern mithalten und wenn sie die alleine ließen, dann wurden die gnadenlos abgeschossen. Und die Idee, einen Zusatztank zu nutzen, so wie das nachher die Mustangs hatten, also ein 300 Liter Zusatztank, kam viel zu spät. Ja, und wie das meistens so ist im Kriegsverlauf, so ein Flugzeug, das wirklich gut ist, wird immer wieder umgebaut, neue Sachen werden eingebaut, Verbesserungen werden eingebaut und da sind einige zu nennen, zum Beispiel den sogenannten Galland-Panzer, also das war eine Panzerplatte, die hinter dem Piloten eingebaut worden ist und somit, wenn das Jagdflugzeug von hinten angegriffen worden ist, der Pilot nicht in den Rücken geschossen oder in den Kopf geschossen werden konnte, also von hinten. Ja, und auch ein großer Zusatzpunkt war hier, dass Bewaffnung immer umgebaut werden konnte von den einzelnen Einheiten und dann angepasst werden auf den einzelnen Kriegsschauplatz. Wenn wir das hier mal durchgehen, dann haben wir hier die Emil 0 im Rumpf 2MG 17 und im Flügel nochmal 2MG 17. Dann zum Beispiel die E3-Version, die hatte zwei 20 mm Kanonen, also je eine pro Flügel und hier nur mit 60 Schuss pro Flügel oder pro Kanone. Da hatte man aber wieder das Problem mit dem Visier, also bei der Visierung voraus, dass sich die Flugbahn der Geschosse einmal bei 200 und bei 400 Metern kreuzten. So, die E4 zum Beispiel hatte dann zwei MG 17 und zwei 20 mm Kanonen. Diese aber auch jetzt mit Minengeschossen. Jetzt gehen wir mal zu Red Tails, was Minengeschosse eigentlich anrichten sollten und es nicht taten. Das ist ja in dem Film dargestellt. Dann haben wir noch die E5 und die E6 Version. Die hatte nur einen Rumpf-MG, weil das war ein Aufklärer. Da musste er halt schnell ran und schnell weg. Ja, und dann auch nochmal genannt hier die E8 mit dem Zusatztank. So, nachträglich noch einmal was zu dieser Motorkanone. Also alle 109 Emil-Versionen hatten die Möglichkeit, die Motorkanone einzubauen, aber es wurde sehr, sehr selten getan, weil es immer wieder zu Problemen gab. Dann nochmal zur Version Emil 7N. Da diese Maschine für große Höhe ausgelegt war, hatte die eine Höhenatemanlage für den Piloten mit eingebaut.
Ja, auch finden wir die Emil natürlich wieder in Afrika, weil diese tropentauglich umgerüstet wurde oder tropentauglich gemacht wurde. Da hatten wir so Sachen wie den Sandabscheider drin oder einen Sonnenschirm und so weiter. Und auch hier wurde im Rumpf ein K98 gelagert, weil wenn die Maschinen in der Wüste runtergingen, dann kam nicht sofort einer an und konnte die abholen, sondern die mussten sich wahrscheinlich erstmal ihre Haut wehren. Ja, von der Emil-Version wurden rund 4000 Exemplare gebaut. So, kommen wir mal zum Me 109F wie Friedrich. Ja, bis heute gilt die Version Friedrich oder das Modell Friedrich als die ausgewogenste und fliegerisch beste 109-Variante. Dieses Flugzeug war natürlich optisch wie die 109 normal, aber es wurde eigentlich komplett aerodynamisch überarbeitet und auch die Flügel hatten eine völlig andere Form. Das Problem war bei der Friedrich tatsächlich die Bewaffnung. Also die Motorkanone wurde hier bei der Version mit einem MG 151 eingebaut, aber die Flügelbewaffnung musste wegfallen, weil der Flügel die nicht aufnehmen konnte. Und somit war zum Beispiel Adolf Galland überhaupt nicht zufrieden mit dem Modell, weil er der Meinung war, wenn wir nicht genug Bewaffnung oder die starke Bewaffnung haben, könnte man im Luftkampf nicht mehr bestehen. Ja, und die besseren Flugeigenschaften zeigten sich darin, dass er dieses Flugzeug überlegen war und natürlich fast allen sowjetischen Flugzeugen. Doch im Laufe des Krieges wurde festgestellt, dass ohne starke Bewaffnung ein Kampf gegen Bomber, zwei- oder viermotorig, einfach nicht zielführend war. Ja, um hier zu bestehen, wurden unter den Tragflächen zwei MG 151 Gondeln angebaut. Und das war natürlich als Bomberzerstörer effektiv, aber als Jagdflugzeug überhaupt nicht zielführend. Ja, und damit musste alles weiterentwickelt werden. Und das bringt uns zur Me 109 G wie Gustav. Ja, und mit der Gustav betrat die eigentliche 109 die Weltbühne. Durch den Einbau des neuen DB 605 Motors, also eine Weiterentwicklung des 601ers, war der Hubraum vergrößert worden und die Startleistung stieg somit auf 1475 PS. Und das ist schon mal ordentlich. Aber dadurch natürlich wieder Schwierigkeiten. Das Öl im Motor konnte überhitzen, das führte zu Motorbränden. Und bekanntestes Opfer oder berühmtestes Opfer dieser Motorbrände war Hans-Joachim Marcet, der Stern von Afrika, der aus seiner brennenden bzw. mit Motorproblem fliegenden Maschine aussteigen musste und abzuspringen. Und dann wissen wir alle, ist dabei verletzt worden beim Leitwerk und konnte seinen Fallschirm nicht öffnen. Das ist aber eine andere Geschichte. Ja, dieses Problem bekam man nachher auch in den Griff, indem man einfach die Leistung begrenzte. Und auch die Entwicklung für die Gustav als Höhenjäger war geplant, aber diese Druckkabinen zu bauen, also in großer Höhe braucht man eben eine Druckkabine, das war sehr, sehr aufwendig und deswegen wurden gar nicht so viele Höhenjäger gebaut, wie man brauchte. Ja, und auch die Bewaffnung änderte sich nochmal. Also bei der G5-Version wurden serienmäßig die MG17 im Kaliber 7,92 durch zwei MG 131 im Kaliber 13 mm ersetzt. Ja, hier wieder das nächste Problem. Also wir schlittern hier von einem Problem ins nächste. Um die Waffen im Rumpf unterzubringen, musste man so aerodynamische Ausbeulung machen. Und diese Ausbeulung, ja, führte dazu, dass die Maschine den Spitznamen die Beule erhielt. Dann müssen wir auch natürlich noch die Erla-Haube anführen, also eine bessere Pilotenkanzel oder ein besseres Cockpit. Und somit war eine Rundumsicht wesentlich besser als vorher. Ja, die finale G6-Version nachher war tatsächlich mit 12.000 Exemplaren das meistgebaute oder die meistgebaute 109er Variante. Ja, kurz angeschnitten auch nochmal die G12-Version. Das ist also ein Umbau zu einem Schulflugzeug, damit man die jungen Piloten besser ausbilden konnte. Ja, last but not least nehmen wir uns nochmal die Me 109K Kurfürst vor. Also ja, hier sei anzumerken, dass man sich entschied, die Me 109 nochmal komplett umzukonstruieren oder konstruktionell zu überarbeiten, die Motoren anders einzusetzen und den Rumpf nochmal anders zu machen, die Beulen, das Spornrad und so weiter und so fort. Es wurde sehr, sehr viel probiert und hier war das große Problem, dass man die Fertigung aufgrund der Luftangriffe schon wirklich, ja, das gestaltete sich wirklich, wirklich schwierig. Im Endeffekt hat man 856 Maschinen der K4-Version gebaut, hatte nachher eine Höchstgeschwindigkeit von 710 km/h und hier war auch die Bewaffnung wieder ein bisschen anders. Also wir hatten zwei 131 13mm Kanonen und die Motorkanone 108 mit eingebaut. Ja, schneiden wir nochmal kurz Sondermodelle an.
Und dann haben wir die T-Reihe. Also T war eine Version, die eigentlich geplant war für den Flugzeugträger Graf Zeppelin. Also eine Trägerausrüstung, so wie Fanghaken, andere Flügel und so weiter. Aber da das mit dem Flugzeugträger nichts wurde, waren diese Maschinen später an die erste Gruppe des Jagdgeschwaders 77 ausgeliefert und flogen dann über der Nordsee und kamen in Norwegen zum Einsatz. Natürlich dürfen wir den Geschwindigkeitsweltrekord nicht vergessen. Also am 11. November 1937 stellte Dr. Hermann Wurster am Steuer der Me BF 109V13 einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord von 567 km/h auf, also 567,115 km/h, um ganz genau zu sein. Wo diese Maschine dann später verblieben ist, konnte nicht mehr recherchiert werden. Ja, auch weiterhin ins Ausland, also Schweiz hatten wir schon erwähnt, aber diese Maschine wurde auch noch geliefert an Finnland, an Rumänien, an Italien, Ungarn, das faschistische Kroatien und an Spanien, also Legion Condor hatten wir schon mal drüber gesprochen. So, das war natürlich jetzt unheimlich viele technische Details und ist aber nur wichtig, dass wir das so komplett nicht erschlagen, aber auf jeden Fall anreißen. Und wer von euch noch mehr wissen möchte, kann das ja alles im Internet nachlesen. Für mich war einfach wichtig, dass wir diese Exemplare einmal kurz anreißen und mal den Unterschied erklären. Also ganz am Schluss natürlich nochmal die Gesamtzahl. Es wurden 33.984 Exemplare gebaut, also das ist jetzt meine Zahl. Und tatsächlich gibt es noch ein paar wenige originale Maschinen, die heute noch fliegen. Das könnte ich aber jetzt nicht mehr aufzählen, wo das noch genau ist. So Leute, wow, das soll es gewesen sein zur Me 109. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall alles darüber. Wir werden natürlich auch im Bereich der Personen berühmt, berüchtigt, beliebt, ja, wenn man das so sagen kann, auch sicherlich den einen oder anderen Jagdflieger nochmal beleuchten, der dann auch auf der Me 109 geflogen ist. Also da schließt sich der Kreis nachher wieder. Sollten wir tatsächlich was falsch erzählt haben oder falsch recherchiert haben oder unsere Quellen waren nicht gut genug, dann bitte auf den Fehlerteufel achten. Das ist mal der erste Post im Video. Der ist auch festgepinnt und da schreiben wir rein, was wir wahrscheinlich falsch gemacht haben oder was ihr uns sagt, was falsch ist, wenn es denn so ist. Also wenn ihr was findet, guckt erst in den Fehlerteufel, nicht, dass das 18 Mal geschrieben wird. In diesem Sinne bedanke ich mich für euer Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, wenn ihr wollt, lasst gerne ein Abo da, würde ich mich freuen. Oder einen Daumen hoch, ist mir auch recht und schaut wieder rein. Bis dahin, bleibt gesund und auf bald.